Ja, ich möchte jetzt mit Dirk Fußbahn sprechen und mit ihm ein bisschen rausfinden, wie es um den Wildtierschutz und die Wildtierrettung in Zeiten von Corona bestellt ist. Dirk, sag mal, wir haben ja die letzten Jahre immer wieder bei euch gedreht und eigentlich würden wir jetzt auch demnächst wieder auftauchen, wenn das denn wieder erlaubt ist. Wie sieht es im Moment bei euch aus? Gibt es überhaupt Menschen, die euch im Moment Tiere bringen? Ja, einen wunderschönen sonnigen guten Morgen aus der Wildtierhilfe Viel. Also hier scheint gerade die Sonne und alles ist eigentlich gut. Außer diese große Katastrophe, die hier gerade weltweit für Schlagzeilen sorgt. Auf deine Frage, ob es Menschen gibt, die uns noch Tiere bringen. Ja, natürlich, es verunfallen ja Tiere immer noch und werden dann zu uns gebracht. Was deutlich weniger geworden ist und was ich persönlich auch für gut befinde, ist, dass weniger Tiere eingesammelt werden, die nicht eingesammelt werden müssen. Das heißt, deutlich weniger Feldhasenbabys. Ja, ich denke mal, die Natur kommt so ein bisschen zur Ruhe. Und wenn wir uns Venedig angucken, wo die Grachten das erste Mal seit Menschengedenken wieder kristallklares Wasser haben und man Fische sehen kann, finde ich, ist das natürlich der einzige positive Aspekt dieser ganzen Geschichte. Was bedeutet die aktuelle Situation explizit für eure Station? Könnt ihr im Moment überhaupt noch weitermachen? Habt ihr genug Arbeitskräfte? Habt ihr genug Spenden? Habt ihr genug Menschen, die euch unterstützen in dieser Situation? Ja, Arbeitskräfte haben wir natürlich keine hier. Wir machen das zu zweit. Und dementsprechend viel Arbeit ist es für uns. Spenden, ja. Es ist schwer, in solchen Zeiten nach Spenden zu fragen, weil ich denke, dass wir ganz viele Organisationen haben, wo das Geld auch gut angebracht ist, sprich Forschung für Impfstoffe und so weiter. Leute, die dringend auf Nahrungsmittel angewiesen sind und jetzt keine kriegen. Aber auch wir brauchen natürlich Geld, um den Job, den wir hier machen, weitermachen zu können. Und auch andere Stationen sind dringend darauf angewiesen. Und wer weiß, was noch alles kommt, ob wir vielleicht Engpässe in Welpenaufzuchtmilch haben oder ob wir Engpässe haben in den Insekten, die wir immer bestellen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht vorhersagen. Alles in allem eine Katastrophe, nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe, sondern auch im Ganzen gesehen eine Katastrophe natürlich. Ja, bleibt alle gesund und ich hoffe, dass sich das schnell regelt und wir zu einem normalen Alltag übergehen können. Ja, wie bei so vielen Sachen, die im Moment ein bisschen zum Erliegen kommen, ist es offensichtlich auch bei der Wildtierrettung so. Und da können wir nur hoffen, dass das jetzt zeitnah alles ein Ende nimmt und Dirk und die vielen anderen Wildtierstationen in Deutschland wieder vernünftig arbeiten können. Bis dahin kann ich nur an euch appellieren, helft den Menschen, helft denen, die sich im Moment trotz dieser schwierigen Situation für die Tiere einsetzen in Deutschland. Das ist wirklich notwendig.